Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht ein neuer Video-Hintergrund. Und zwar ist ja jetzt ein bisschen bei uns ein Umbruch gewesen. Bibi ist jetzt da, das heißt, mal sehen, ob ich das Video komplett abgedreht bekomme, bevor sie wieder wach wird. Ansonsten kann es sein, dass zwischendrin ein paar Schnitte sind. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Video. Und zwar geht es heute um Laub im Aquarium. Habe ich mir ein paar Notizen gemacht, weil es nicht ganz einfach ist, das Thema. Mich haben viele Nachrichten erreicht, da ich ja immer wieder zeige, dass ich Laubblätter im Aquarium habe. Wie auch in dem hier seht ihr ja hier ganz viel frisches oder braunes Laub. Und darauf möchte ich jetzt mal kurz eingehen. Und zwar gibt es zwei verschiedene Laubarten. Und zwar das grüne Laub und das braune Laub. Und ja. Ich sage erstmal etwas Allgemeines zum Laub und dann komme ich gleich zu den Arten und welche Baumarten man überhaupt pflücken darf oder pflücken kann und welches Laub man dann verwenden kann. Bevor ihr jetzt aber losgeht und Blätter sammeln geht, einmal drei Tipps. Und zwar sammeln am besten fernab von Straßen und Hundewegen, denn das meiste Laub, was ihr sammelt, ist meistens dann schon auf dem Boden liegend. Und es sollte nicht an Straßen sein, da es dann natürlich vom CO2 und anderen schädlichen Sachen belastet sein kann. Wenn ihr wisst, an diesem Feld zum Beispiel wird mit Pestiziden gesprüht oder ähnliches, dann würde ich dort auch nicht sammeln. Also ich persönlich gehe dafür einfach in den tiefsten Wald, denn da weiß ich, da ist im Umkreis von 3 Kilometern kein Auto und keine Landwirtschaft. Und da weiß ich auch hundertprozentig, dass die Schadstoffbelastung am geringsten ist. Beim braunen Laub ist zu sagen, dass man das vom Baum und auch vom Boden sammeln kann. Beim grünen Laub ist es vorteilhafter, wenn man das Ganze sammelt, wenn gerade die Sonne geschienen hat, den ganzen Tag über, und man es dann am späten Abend sammelt oder pflückt vom Baum. Denn da sind dann die ätherischen Öle am größten und das ist natürlich für die Garnele oder für das Tier, was es später ist, vorteilhafter. Zur Aufbewahrung gibt es Folgendes zu sagen, eigentlich ganz einfach. Trocken lagern, nicht in abschließbaren Behältnissen lagern, sondern am besten Stoffbeuteln, Papiertüten etc. Und verschimmeltes Laub unbedingt wegwerfen oder wenn es feucht geworden ist, nicht nochmal trocknen, denn dann könnten natürlich Schadstoffe ins Aquarium gelangen und dann auch eure Fische töten. Der Nachteil im getrockneten Laub ist natürlich, dass es erstmal an der Wasseroberfläche schwimmt. Wenn ihr das nicht möchtet und nicht warten wollt, bis es absinkt, könnt ihr das einfach mit heißem Wasser übergießen und dann ins Becken tun. Das Wasser könnt ihr auch ins Becken tun, das färbt das Wasser dann meistens bräunlich, ist aber jetzt nicht negativ, sondern eher positiv, außer euch gefällt das nicht. Aber dann solltet ihr auch jetzt abschalten, denn dann ist Laub im Aquarium nichts für euch, denn die meisten Laubbäume färben das Wasser dann auch bräunlich. Und wenn das die meisten nicht wollen, dann ist das also nichts für euch. Okay, das dazu. Und verschiedene Laubarten haben verschiedene Zuckergehälter. Das solltet ihr beachten, bevor ihr Laub zum Füttern bzw. ins Aquarium gebt, weil natürlich Zucker oder Kohlenhydrate die Bakterienkulturen begünstigen. Und wenn ihr da auf Nummer sicher gehen wollt, weil ihr empfindliche Tiere habt, dann schaut mal nochmal im Internet nach. Da gibt es zig Seiten, die den Zuckergehalt oder die einzelnen Blattsorten noch mal genauer beleuchten und auch genau darüber informieren. Ich selbst mache jetzt nur ein kleines Übersichtsvideo für die Leute, die überhaupt noch gar keine Blätter im Aquarium verwendet haben oder Leute, die vielleicht noch andere Blattarten sammeln möchten. Denn jetzt aktuell ist natürlich die beste Zeit dafür. Das meiste Laub ist inzwischen braun und ich betone auch dieses Wort braun, denn man sollte kein rotes, gelbes oder orangenes Laub sammeln. Da komme ich aber gleich nochmal im weiteren Verlauf drauf zurück. Jetzt geht es erstmal um das grüne Laub und zwar
ist beim grünen Laub zu beachten, dass er wird natürlich direkt vom Baum gepflückt, dass es viel Zucker enthält, also die Kohlenhydrate sind höher. Das ist nicht als Dauerfutter geeignet, gerade bei Garnelen. Da sollte man schauen, was wird gegessen innerhalb von einer Stunde oder zwei. Und dann sollte das Blattgrün dann wieder entfernt werden. Durch den Zucker, wie eben schon erwähnt, werden die Bakterien dichter. Deswegen kann es natürlich auch negative Auswirkungen haben. Also grünes Laub, viel Zucker, viele Bakterien, da bitte drauf achten. Die Ausnahme bei grünen Blättern und den Bakterien bringen natürlich die einen medizinischen Hintergrund haben. Ich glaube, Walnussblätter haben sehr hohen medizinischen Vorteil im Becken und die kann man natürlich länger drin lassen. Jetzt in diesem Sommer war es ja so, das habt ihr vielleicht beobachtet, dass die meisten Bäume, als es so warm war im August, braun wurden und die Blätter fallen ließen. Das Laub, was zu diesem Zeitpunkt gesammelt wurde, muss wie grünes Laub behandelt werden, denn der Baum hatte nicht die Gelegenheit, den Zucker zu entziehen, sondern er hat eher den Zucker in die Blätter geschleust und hat es dann abgestoßen. Das heißt, Laub, was im Sommer gesammelt wurde, hat einen höheren Zuckergehalt, muss nicht weggeschmissen werden, aber muss halt ähnlich wie grünes Laub behandelt werden. Was bei grünem Laub zum Beispiel im Aquarium super geht, habe ich gerade eben schon erwähnt, zum Beispiel Walnuss, Brombeere, also die Brombeerblätter, echte Feige, Birke und so weiter. Also Birkenblätter kann man zum Beispiel grün als auch braun sammeln. Jetzt sehe ich hier, die sind bei uns gerade gelb, das heißt, ich müsste jetzt noch ein bisschen warten, bis sie braun werden und dann könnte ich die sammeln. Wenn ihr noch mehr über grünes Laub erfahren möchtet, wie gesagt, dann schaut mal online, da gibt es echt super viele, super informative Webseiten, gerade in dem Garnelensektor. Da bin ich ja jetzt nicht so aktiv oder noch nicht so aktiv, ich überlege gerade wegen Garnelen, aber vielleicht seid ihr ja da sehr aktiv. Ihr könnt natürlich auch in die Kommentare unten schreiben, wenn ihr irgendwelche Blattsorten kennt, die ihr weiterempfehlen könnt. Tauscht euch da gerne unten aus. Okay, jetzt kommen wir zu den braunen Blättern. Wie ich eben schon erwähnt habe, den Zucker bei braunem Laub ist der niedrigste Zuckergehalt vorhanden. Deswegen kann man sie auch dauerhaft im Aquarium liegen lassen. Das mache ich super gerne, weil dann nach und nach die Schnecken dann die Blätter bearbeiten und auch ein paar Welse, die gerne abnagen. Meistens nehmen die sich als erstes den Bakterienrasen vor, der natürlich geringer ist als beim grünen Blatt. Und dann nach und nach zersetzt sich das. Und ich finde, das hat immer so eine schöne herbstliche Stimmung im Becken. Und natürlich, wie im Wald, alles was liegen bleibt, wird aufgelöst, ist dann nach ein paar Wochen weg und bietet für die ganzen Kleinstlebewesen natürlich super Bedingungen. Und es bildet sich so eine Art Wasserflora, die ich super schön finde. Das Wasser färbt sich bräunlich, es wird irgendwie stimmiger, irgendwie natürlicher und hat nicht so diesen sauberen Faktor, den man natürlich von manchen Becken kennt, die komplett so durchsichtiges Wasser haben und überhaupt gar keine Färbung, nur grün und halt dieses Wasser, diese ganz cleanen Becken. Wer das mag, wie gesagt, der sollte von den Blättern Abstand halten, denn die färben das Wasser auf jeden Fall bräunlich. Neben den Mineralstoffen und Ballaststoffen enthalten Blätter auch Gerbstoffe oder Humidstoffe. Das sind halt diese Stoffe, die das Wasser braun färben. Die Stoffe sind aber auch sehr wichtig für Wirbellose, also Schnecken und Garnelen. Ich sage einfach mal kurz ein paar Blattarten, die ihr hier in Deutschland auch sammeln könnt. Und die braun gesammelt, also nicht gelb, rot oder orange, sondern wirklich braun, also wie hier, die sind alle komplett braun und nicht rötlich, gesammelt werden können ohne Bedenken. Und zwar Buche. Bei Buche ist aber zu sagen, dass sie das Wasser etwas ansäuern können. Wenn ihr natürlich eine Fischart habt, die das gut findet, dann könnt ihr das natürlich machen. Dann gibt es Eiche, Ahorn, Kastanie, Obstbäume, Birke, Erle oder Erlenzapfen. Bei Erlenzapfen ist zu sagen, die sind super beliebt zum selber sammeln, aber viele haben Angst davor.
Am besten sammelt ihr die Erlenzapfen nach dem ersten Frost. Und am besten, also wie gesagt, am besten nach dem ersten Frost und dann trocknen lassen und dann könnt ihr die auch sofort benutzen. Dann die Hainbuche, Walnuss, Haselnuss, Ulme und auch Magnolieblätter könnt ihr ins Aquarium geben. Das sind natürlich super viele verschiedene Blattformen, die im Wasser natürlich super schön rüberkommen. Bei mir in diesem weniger hohen Becken natürlich nicht so toll wie in einem 200 Liter Becken oder in so einem schönen Cube mit einem Kampffisch. Das sieht super schön aus. Ich zeige euch gleich auch noch mal ein paar Beispiele für Leute, die sich das vielleicht noch nicht so vorstellen können mit den Blättern. Vielleicht kommt ihr dann Lust, euer Becken mal ein bisschen herbstlicher zu gestalten. So, das war es aber auch schon von meinem Video. Ich blende euch jetzt gleich noch mal ein paar Sachen ein. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Könnt ihr hier drauf klicken oder ihr schaut euch noch andere Videos von mir an. Und ihr könnt gerne die Infobox schauen für Leute, die jetzt nicht unbedingt sammeln gehen möchten, weil sie das zu gefährlich finden oder in der Stadt wohnen. Könnt ihr unten reinschauen. Ich habe euch ein paar Shops verlinkt, die Blätter anbieten. Daneben auch Seemandelbaumblätter, Mangrovenblätter, Bananenblätter, Walnussblätter und Birkenblätter. Vielleicht ist ja was für euch dabei zum Aussuchen. Viel Spaß. Tschüss.